eine Geschichte erzählt. Eine Geschichte, die sich bei uns ereignet hat. Hier, in einem kleinen Dorf in Griechenland. Ich heiße Kyriakos, mit Y bitte. Nach der Schule helfe ich Mutter und Großvater bei der schweren Arbeit auf dem Felde. Ich sage euch, es ist nicht einfach hier. Bis vor ganz kurzer Zeit hatte fast niemand ein Zugtier. Wie sich unser Leben hier verändert hat, das will ich euch jetzt erzählen. Tiere auch so gern wie ich? Meine Ziege heißt Aspasia. Sie ist furchtbar gescheit. Und der kleine Meeres macht immer lustige Streiche. Die Nachbarn meinen sogar, ich könne mit den Tieren richtig in ihrer Sprache reden. Habe ich mir immer nur eines gewünscht. Einen Esel. Ich habe oft von ihm geträumt. Kula sollte er heißen. Kula. Mein Vater, mein Babusch, ist im Bürgerkrieg gefallen. Wir haben alles verloren. Es gab aber Leute, die an uns dachten. Ich hörte, dass Amerika alles Mögliche schicken wollte. Auch Esel oder Maultiere. Tatsächlich, vor ein paar Monaten kamen Männer in unser Dorf. Großvater ging auch hin. Da wurden nun alle aufgeschrieben, die dringend ein Arbeitstier brauchten. Wir brauchten besonders dringend eins. Und der Großvater kam auch wirklich auf die Liste. Dann hörten wir lange nichts mehr von der Sache. Großvater hatte schon den Glauben verloren. Der wird uns schon ein Maultier schenken, sagte er. Aber ich glaubte daran, ganz fest. Ich glaubte an Kula. Aber eines Tages geschah etwas. Ich rannte, so schnell ich nur konnte. Aus Texas,
Oklahoma und Mississippi. Die Namen habe ich mir gemerkt. Der Kapitän des Schiffes übergab die Maultiere einem Vertreter unserer Regierung. Aber dann ging es los. Diese amerikanischen Mulis waren die reinsten Teufel. So groß wie Pferde und wild. Sie waren durch die lange Seereise halb verrückt geworden. Endlich hatte man sie mit Mühe und Not auf die Lastwagen gezerrt. Mutter und meine Schwester bereiteten alles für die Reise nach Xanti vor. Dort sollten wir unser Muli, meinen Kula, bekommen. Kinder, ich durfte mit nach Xanti. Mindestens 2 Tage unterwegs. Und dann
die Mudis aus Amerika. Eines immer schöner und größer als das andere. Ich hielt einfach nicht mehr aus. Ich musste hin. Und das hier, das war Kula. Es konnte nur Kula sein. So, wie ich ihn im Traum immer gesehen hatte. Ich glaube, die Bauern hatten eine mächtige Angst vor den großen Tieren. Großvater sagte nichts, als ich ihm Kula zeigte. Er dachte sicher, natürlich das Größte und das Wildeste. Aber es kam anders. Wir durften die Mulis gar nicht einfach auswählen. Sie wurden verlost. In einem Hut lagen die Lose, jedes mit der Nummer eines Maultieres. Ich konnte es gar nicht erwarten, bis Großvater an der Reihe war. Und dann, ich vergaß, glaube ich, zu atmen. Der erste Mann zog sein Los. Nicht Kulas Nummer. Gott sei Dank. Der zweite? DIN 209. Kula. Kulas Nummer. Es war aus. Wenn ich nicht ein Mann gewesen wäre, hätte ich geheult wie ein kleines Mädchen. Kula war verloren. Ja. Aber dann taten die Männer etwas, was ich den Erwachsenen nie zugetraut hätte. Ich sah sie in einer Ecke zusammen reden. Und stellt euch vor, sie vertauschten die Lose. Und so bekam ich Kula doch. Das werde ich den Männern mein ganzes Leben nicht vergessen. Das schwöre ich euch. Ich hätte Kula so gerne geführt, aber Großvater hatte Angst. Die Wege sind zu gefährlich, sagte er. Und du bist noch nicht stark genug für ein so großes Tier. Aber Hauptsache, wir hatten Kula. Nun waren also die Maultiere aus Amerika in unserem Dorf in Griechenland angekommen. Die Männer hätten sich doch freuen müssen, nicht wahr? Sie freuten sich aber nicht. Die Mulis waren wie die Teufel. Ich sah mir das eine Weile mit an. Dann ging ich zu Kula. Ich sang ihm das Lied vom braven Muli vor. Und Kula verstand. Wir waren Freunde. Von dem Tage an kamen sie alle zu mir, wenn sie nicht wussten, wie sie ihre Tiere bändigen sollten. Thank you.
will mich bestimmt nicht aufspielen, aber ich verstand, mit den wilden Maultieren umzugehen. Schließlich kamen sie doch aus einem ganz anderen Land. Man musste sie auch anders behandeln als unsere Eselchen, die das Klima und unsere Bauern schon gewöhnt waren. Aber immer hatte ich es auch nicht so leicht mit Kula. Über einen Punkt konnten wir uns überhaupt nicht einig werden. Über das Pflügen. Dazu hatte Kula gar keine Lust. War das nun der Frühling? Oder Heimweh? Ich weiß es nicht. Jedenfalls, Kula wollte nicht recht. Ich machte ihm klar, dass es einfach die Pflicht eines anständigen Hulis ist, zu pflügen. Kula hörte gar nicht hin. Da kam mir eine Idee. Zu zweit hat man immer mehr Lust, etwas zu tun. Kula konnte sich ja schlecht vor so einem kleinen Esel blamieren. Kula schien der Kollege zu gefallen. Dem Kleinen aber kam die Sache nicht ganz geheuer vor. Nach einer Weile ging es aber ganz gut mit den beiden. Zur Belohnung bekam jeder eine Blume. Ja, und eines Tages ging's überall. Die Mulis aus Amerika hatten sich an uns gewöhnt und wir uns an sie. Unsere Mütter und Brüder brauchen jetzt nicht mehr in Joch zu gehen. Das Leben wurde besser. Und Kula hatte ein neues Zuhause gefunden. Bei uns in Griechenland.